Als um kurz nach neun der Zugang zur Wiesn geöffnet wird, gibt es kein Halten mehr. Wer einen guten Platz im Bierzelt ergattern will, muss sich beeilen. Nach Corona-bedingter Pause ist die Sehnsucht nach dem Oktoberfest bei vielen Besuchern groß. Jetzt haben wir schon früh aufgestanden, halt, dass wir ja rechtzeitig da sind. Endlich wieder Oktoberfest hier, vor allem für uns Münchner. Wir haben uns sehr gefreut drauf und sind auch schon lange hier, ich glaube, angestanden seit 7 Uhr. Reingelaufen, alles mitmachen, muss ist ein Muss. Ich hab Durst, wollen Bier. Das erste Fass Wiesnbier zapft immer der Münchner Oberbürgermeister an. Doch Dieter Reiter scheint etwas aus der Übung gekommen zu sein. Statt zwei Schlägen wie beim letzten Oktoberfest 2019 braucht er diesmal drei, um das Bier zum Fließen zu bringen. Botschaft ist, auf eine friedliche Wiesn. Die erste Maß bekommt der bayerische Ministerpräsident, so ist es Tradition. Die Zelte sind gut besucht und die Stimmung ist ausgelassen, so wie hier in der Kalbsbraterei. Die Musiker und auch der Wirt haben zwei magere Jahre hinter sich. Alle sind froh, dass nun endlich wieder Geld verdient wird. Okay. Wir sind froh, dass wir wieder Gas geben können und dass wir wieder unterwegs sein können. Die Leute sind alle gut drauf, sind alle ausgedürstet von der Corona-Zeit. Und wir sind froh, dass alles wieder so ist, wie es vorher war. Für mich ist es eigentlich so, als wäre, wenn es nie weg gewesen wäre. Also es ist immer nur, du kommst her und es ist der erste Tag und dir läuft Gänsehaut und es läuft an und so ist es auch perfekt. Corona-Regeln gibt es auf dem Oktoberfest nicht und kaum jemand trägt eine Maske. Dabei ist nach Ansicht von Virologen das Risiko, im Festzelt mit dem Virus in Kontakt zu kommen, hoch. Genauso wie die Gefahr einer Corona-Welle durch die Wiesn. Doch viele Besucher nehmen das in Kauf. Ich glaube, wenn du auf die Wiesn gehst, dann bist du dir des Risikos bewusst. Ich bin jung, ich komme damit noch klar. Ich werde jetzt die nächsten drei Wochen meine Oma dann nicht sehen. Einfach aus Vorsicht, aber sonst bin ich muss ja irgendwann ein Ende haben, sagen wir so. Wir sind geimpft und fällt überhaupt nichts. 2019 kamen über 6 Millionen Menschen zur Wiesn. Trotz eines guten Starts nach 2 Jahren Pause rechnet in diesem Jahr aber kaum jemand mit Rekordzahlen. Denn wegen Corona werden wohl auch viele vorsichtig sein und nicht zum Oktoberfest kommen.